Wir haben jetzt fast 10 Uhr nachts und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein Bienenvolk vom Flugloch auch emsig am Arbeiten ist. Ich könnte hier stundenlang sitzen, da vergisst man alles. Und die Tiere haben wie immer einen ganz besonderen Duft. Also jeder, der das noch nicht gerochen hat, der sollte sich echt mal nachts an so ein Bienenvolk begeben, die Augen schließen und einfach mal riechen. Das ist so ein intensiver Duft und das kann man auch nicht beschreiben. Das ist eine Mischung aus Bienenwachs, frischem Nektar, Pollen, die Bienenpheromone, Propolis. Es ist heilsam. Also heilsam nicht nur wegen den Produkten, sondern auch für die Seele. Wie es auch in jeder Religion beschrieben ist, die Bienen sind die Lichttiere. Die Verbindung zwischen Erde und dem Himmel. Ich kann noch ein bisschen näher rangehen. Wie die sich putzen, die putzen sich, die verteilen ihren Pheromonduft vorm Flugloch, sie putzen ihr Flugloch.